Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar drehen wir heute ein Umziehvideo. Ja, ich wollte die Mel und den Jaden jetzt einmal Bett fertig machen. Und dabei erzähle ich euch ein bisschen was über unseren Umzug. Viel Spaß! So meine Lieben, also ich fange mal an. Jaden hat noch das ganze Sommerset von unserem letzten Video. Da könnt ihr oben gerne mal vorbeischauen. Und an bekommt er, wie gesagt, einen Schlafanzug, den zeige ich euch gleich nochmal. Und zwar diesen hier. Ich mag das ja, wenn die Schlafanzüge so ein bisschen zu groß sind. Weil dann sind diese Babys so eingemummelt und so süß und kuschelig. So. Gucken wir mal nach der Windel. Seine Haare sind so runtergeknickt. So. Und dann geht es halt, wie gesagt, um den Umzug, der bei uns bald bevorsteht. Denn ich zeige euch gleich mal, wie es hier aussieht, denn hier ist alles fast komplett leer. Ja, weil ich halt wie gesagt schon packen musste. Das habe ich euch auf Instagram ja erzählt. Und deswegen ist es auch ziemlich schwer, jetzt noch irgendwelche Videos zu drehen, wo es darum geht, Babysachen zu benutzen. Natürlich, die Möbel von den Babys werden die letzten sein, die ich abbaue, mit meinen natürlich. Aber halt die anderen ganzen Sachen werden wohl ziemlich schnell eingepackt werden. Und deswegen wird es schon ziemlich schwer, dann noch Videos zu drehen. Weil ich die Kleine auch dann nicht mehr umziehen kann oder so. Und ja, deswegen muss ich mir jetzt auf jeden Fall was einfallen lassen. Warum ziehen wir überhaupt um? Wo ziehen wir hin und so? Ja, wo wir hinziehen, werde ich natürlich nicht verraten. Auf jeden Fall nicht weit weg von unserem jetzigen Zuhause. Versuchen wir natürlich. Und ja, warum? Weil man zieht in seinem Leben vielleicht mal um. Ja, und deswegen sind wir gerade fleißig am Packen schon. Ich habe heute richtig angefangen und schon zwei Kartons voll. Ja, und es fehlt nicht mehr viel. Ein bisschen was aus meinem Kleiderschrank und halt was von den Kleinen. Aber das kriegen wir auch noch alles hin, das wird kein Problem sein. Und der Jane ist übrigens schon fertig. Holen wir mal die Mail. Auch noch voll im Sommerlook. So, ich lasse sie euch mal angucken. So. Ich finde es süß mit diesen kleinen Hasenfüßchen hier. Oh, süß. Steht ihr richtig, richtig gut. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Ja, ich muss halt jetzt alles einpacken und habe auch schon von den Kleinen ganz schön viel eingepackt und weggepackt, alles was hier so rumliegt, was ich wirklich sage, okay, das kann ich schon einpacken. Hier unter dem Wickeltisch ist noch alles da. Da fange ich morgen mit an. Da werde ich euch wahrscheinlich auch ein bisschen mitnehmen, weil ich das gefragt wurde, ob ich euch da mitnehmen kann. Mache ich natürlich auch den gerne. Jetzt habe ich schon ein bisschen angefangen, wie gesagt, heute. Zeige ich euch auch gleich mal, wie das jetzt hier aussieht schon. Also ich finde es echt krass, weil hinter mir, da seht ihr das, ist komplett leer. Und das ist schon echt krass, wenn ich da jetzt jeden Tag hingucke und so denke, ups, da fehlt doch was. Ja. Vor allem, weil es auch ziemlich schwer ist, irgendwie seine Kindheit hier zu lassen, weil ich halt hier in diesem Haus aufgewachsen bin. Das ist halt schon irgendwie doof. Und hier sind auch meine Freunde, Felix wohnt hier in der Nähe und ja, das ist alles schon nicht so toll. Aber umziehen finde ich auch ist trotzdem toll, weil ich freue mich darauf, mein Zimmer neu einrichten zu lassen. Weil diese Wandgestaltung, die ich hier habe, zum Beispiel das Sido hier im Hintergrund, würde ich jetzt so nicht nochmal machen. Und ich weiß nicht, ob ich die Farbe Grün wieder nehmen werde. Ich glaube, ich werde auf den Blau umstufen oder so. Und ich freue mich auch, das Kinderzimmer von den Kleinen wieder einzurichten. Da wurde ich mich auch gefragt. Ich stelle euch mal so ein bisschen hoch, weil die Mail ist fertig, aber ich kann euch trotzdem noch ein bisschen was erzählen. Ja, also ich meine halt diese Wandgestaltung hier. Ja, ich zeige sie euch vorher nochmal.
So sieht das Mausi aus. Sie hat gar keine Mütze auf. Haben wir noch einen hier? Wir haben sogar noch einen hier. Ich mag Mel ohne Mütze nicht so gern. Das sind wir die von der süßen Kimmy auf. So. Damit ist sie wirklich süß. So. Ja, also das, ob ich überhaupt ein Kinderzimmer oder halt so eine kleine Ecke, wie ich jetzt habe, wiederbekomme, ist natürlich fraglich. Ich hoffe, dass ich so ein Zimmer wie jetzt bekomme von der Größe her, damit die halt trotzdem noch eine kleine Ecke haben oder so. Wäre natürlich echt super. Sonst muss ich mir halt irgendwas überlegen, dass die vielleicht in den Keller ziehen oder so, wenn ich da ein ordentliches Zimmer habe oder so. Ja. Und sonst, weiß ich nicht. Also ich freue mich halt schon, weil ich halt total gerne einrichte. Das ist ja auch mein späterer Berufswunsch, halt so Architektur und so. Und ich mag es halt. Ich bin auch so jemand, der sein Zimmer alle 2 Wochen umstellt und alles neu einrichtet. Weil ich das einfach total gerne habe. Und das mag ich auch in Umziehen. Und vor allem, man räumt sein Zimmer auch komplett auf. Das finde ich auch richtig gut. Also, ich habe heute halt ein bisschen was ausgeräumt und habe ganz schön viel weggeschmissen und verschenkt, was ich nicht mehr brauche. Und ja, das ist ganz gut. Und bei den Kleinen werde ich auch noch ein bisschen aussortieren. Falls jemand Interesse an Babykleidung hat, der kann mir gerne irgendwie schreiben, weil ich habe ganz, ganz viel noch da. Was ich schon aussortiert habe. Also könnt ihr gerne schreiben. Bettwäsche habe ich auch noch da, Flaschen. Sollte alles kein Problem sein, habe ich alles hier. Und wenn ihr irgendwelche besonderen Wünsche habt, fragt mich einfach. Ich werde, wie gesagt, noch ein bisschen aussortieren, weil ich echt zu viel habe für die Kleinen. Ja. Und ich freue mich irgendwie so ein bisschen auszuziehen. Halt, wie gesagt. Natürlich ist es auch doof, jetzt alles einzupacken, seine Heimat zu verlassen. Alles nicht so schön. Aber das kriegen wir, glaube ich, alles hin. Und ich werde euch vermissen. Ich werde euch versuchen, ein bisschen mitzunehmen, auf jeden Fall. Auch nachher bei der Einrichtung im neuen Zimmer, auf jeden Fall. Also habe ich richtig, richtig Lust, auf so eine kleine Baureihe zu machen. Wir bauen ein neues Eigenheim oder so. Wir bauen ein neues Kinderzimmer oder so. Ja, da habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch wollt. Also ob ihr überhaupt Interesse daran habt. Ja, das wollte ich auf jeden Fall euch mal sagen, damit ihr so auf dem neuen Stand seid. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es nur ganz kurz war. Aber es ist halt im Moment, wie gesagt, sehr schwer, irgendwelche Videos zu drehen, weil ich einfach nicht mehr viel hier habe. Ja. Und dann tut es mir auch leid, dass das Video ein bisschen zu spät kam, aber dazu fehlt mir halt auch ein bisschen die Zeit, das ist alles so rechtzeitig zu machen. Ja. Und dann zeige ich euch noch einmal kurz, wie das hier aussieht und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. So, also hier stehen schon mal 2 Kartons, seht ihr das? Der eine oben drauf ist relativ klein. So, da ist übrigens mein Motorradhelm. Also halt ein größerer und ein so ein kleiner. Und da sind schon Sachen drin von hier unten komplett. Übrigens, hier ist alles noch Müll, also das bitte nicht beachten, ja? Da unten habe ich leer geräumt, da waren so kleine Kisten drin. Diese Schublade ist komplett leer. Hier oben liegen jetzt alles noch Sachen rum, bitte beachtet das einfach nicht, okay? Das ist halt alles ein Umzugschaos hier. Und hier oben ist halt auch alles komplett leer. Außer jetzt die paar Sachen, die muss ich in einen anderen Karton packen. Ja. Und hier eine Babyecke, schaut euch das an. Es sieht so aus, als würde ich hier gerade erst einziehen, obwohl ich ziehe aus. Ja, ist schon ziemlich leer hier. Lennox Bild hängt ja so auf Farbe 8. Die anderen Bilder sind schon alles hier in diesen Kartons drin. Ja, da habe ich auch schon ein bisschen was leer geräumt. Auch alles leer. Und da hinten sind auch keine Bilder mehr an der Wand. Ja, alles schon ziemlich leer. Morgen geht es dann da oben ran. An das da alles. Und im Schrank sind auch noch ein paar Babysachen. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Also ich habe echt nicht viel. Das meiste, was ich habe, sind Babyklamotten und so. So. Hier siehst du Melli. Oh, sie ist so süß, oder? Wir werden jetzt noch ein paar Instagram-Fotos machen von den beiden Kleinen, weil die so süß sind. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.